und guten Morgen zum neuen Video. Ich bin in St. Vigil und trete jetzt erstmal zur Ruiz-Gondel. Und von da an geht es dann auf den Kronplatz und da werde ich die Trails so ein bisschen abfahren. Natürlich nicht ganz alleine, sondern wieder mit der Truppe von gestern, also mit der Truppe aus dem Odenwald. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bleibt gerne dran und ja, heute wird es viel Downhill-Action geben, nehme ich mal an. Aber schauen wir mal, was tatsächlich so auf uns zukommen wird. Erstmal geht es für mich hier rauf. Ich denke so an die 500 Höhenmeter. Heute wird es ein bisschen weniger trailintensiv. Da oben ist mein Stellplatz. Aber ich war gerade zum Frühstücken geladen und deswegen musste ich ein bisschen weiter unten starten. Sehr gemein. Aber was tut man nicht alles für ein gutes Frühstück. Und hier ist so mein Ausblick gerade. Die Gondel hat geschlossen, aber ein bisschen was treten macht ja auch Spaß. Ja, Auffahrt läuft bei mir und hier ist nichts los. Sau angenehm. Das ist der Weg Nummer 1 von St. Vigil Richtung Kronplatz. Ihr seht, hier geht es eigentlich ganz gemütlich rauf und die Aussicht ist wirklich top. Also man macht definitiv alles richtig, wenn man hier unterwegs ist. Jetzt kommt, wie gerufen, genau ein Auto. Die beiden Autos auf dem Video sind jetzt die ersten beiden, seitdem ich hier hochfahre. Aber das ist immer so, wenn man die Kamera rausholt, ist alles anders. Egal. Jetzt aber wirklich so, wie es ist. Super idyllisch, geiles Panorama ringsrum und wirklich nichts los. Es ist jetzt natürlich auch schon Mitte September. Also die Italiener sind eigentlich alle schon wieder weg. Hier war auch definitiv mehr los, habe schon einige Bilder gesehen von der Hauptzeit heuer. Aber jetzt ist mega. Da sind wir auch schon in der Gondel. Enge Partie, aber läuft schon. Oben sind wir, los geht's mit dem Furcia Trail. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und bereit? Logo! Gezeigt worden. Das Panorama sieht so gut aus, dass wir einen Schwenk machen. Time.
sind drei, jetzt probieren wir mal den Herrensteig aus. Bis jetzt gefällt uns der am besten. Hier hat man fast noch besseres Panorama und der Trail geht immer wieder relativ flach hin und her, sodass man das auch voll genießen kann. Und hier gibt es noch was Cooles. Seht ihr die Schaukel da oben? Wow! Ah, jetzt schaukelt er gerade schon aus.
Jungs drin. Ja, jetzt bin ich schon wieder in der Gondel. Der Trail war richtig cool, voll nach meinem Geschmack. Also, mit Daumen nach oben. Und damit geht's auch wieder rauf. Da kommen auch die anderen im Bergsprint daher. Ich hab euch gesehen. So, Jausen hier oben sieht etwas anders aus als normal. Hier gibt's so spezielle Tischchen. Thank you.
nach der Tour schreit dann der Bike Wash. Alles wieder fast sauber und nass. So, bei mir geht es jetzt wieder unter die Schlauchdusche. Ich habe hier irgend so eine Seife, die angeblich umweltbewusst ist und verwende natürlich nur ganz, ganz wenig. Heute ist es noch wärmer, heute scheint noch die Sonne. Es ist direkt eine Wonne jetzt heute, weil gestern war es schon echt unangenehm. Aber mit der Standheizung ging es dann schon. Da bin ich zumindest in den warmen Bus gekommen. So, ab geht's. Und aus ist das Ding wieder. Sehr, sehr gut. Aber jetzt freue ich mich auf trockene Klamotten.